Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video mal ein etwas längeres Video wahrscheinlich, denn heute möchte ich euch gerne meine persönliche Wunschliste vorstellen an Düften, die ich mir gerne zurückwünsche, beziehungsweise die ich gerne mir wieder kaufen werde. Das ist ein bisschen eine längere Liste und es gibt auch eine kleine Vorgeschichte dazu, die ich gerne auch an dieser Stelle noch erzählen werde. Es sind ein paar Sachen dabei, die discontinued sind, die man nicht mehr so leicht bekommt. Es sind ein paar Sachen dabei, die man einfach so kaufen kann, die aber doch sehr teuer sind. Und deshalb wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Video und natürlich freue ich mich auf euren Input, was ihr so an Düften euch wünscht. Ja? Vielleicht für die Weihnachtszeit, vielleicht einfach so allgemein. Schreibt mir das gerne jetzt in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf euren Input. Und natürlich, wenn ihr neu auf diesem Channel seid, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, dass ihr direkt eine Info bekommt, wenn ein neues Video von mir live geht. Gut, und wir fangen an mit einer sehr bekannten Marke, nämlich mit Tom Ford. Und da habe ich direkt mal zwei Düfte auf meiner Wunschliste stehen, die wahrscheinlich nicht mehr so leicht zu bekommen sind. Auf der einen Seite ist das der Duft Bois Marocain, mein ehemals Lieblingsduft aus dem Haus. Für alle diejenigen, die sich erinnern, ich habe ja vor ein paar Jahren eine Top 10 Tom Ford Liste gemacht oder Top 20 war es, glaube ich. Und auf Platz Nummer 1 stand der Duft Bois Marocain, den es damals tatsächlich noch zu kaufen gab, der inzwischen auch wieder erhältlich ist. Allerdings habe ich den letztens im Duty Free am Flughafen mal testen können und ich kann euch ganz ehrlich sagen, dass diese neu erschienene Variante in dem transparenten Flakon leider gar nicht so riecht, wie sie früher gerochen hat und auch, glaube ich, nicht mehr so lange hält, wie das früher der Fall war. Und deshalb ist das sehr, sehr schade. Ich suche also jetzt offiziell nach einer Oldschool-Vintage-Variante von Bois Marocain. Das heißt, die gab es in zwei verschiedenen Varianten. Die neuere Variante hat dann so eine Goldplakette drauf und die alte Variante hat ein Etikett drauf, ja, also die ganz alte. Und die stehen auf meiner Wunschliste tatsächlich ganz weit oben. Einer von beiden würde mir persönlich auf jeden Fall sehr, sehr, würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn das tatsächlich dann mal irgendwann passiert. Dann der zweite Duft auf der Liste ist der Vanille Fatal. Auch hier hat es mir die Vintage-Variante angetan, weil ich den Duft früher mal besessen habe, mich total verliebt habe, dann irgendwann nochmal neu getestet habe, neu gekauft habe. Eine Variante aus 2021 war das, glaube ich. Und dieser Duft war dann aber leider von der DNA her komplett anders. Also ich glaube, die haben irgendwie das Vanillin, die haben irgendwie, glaube ich, die Vanille gegen Vanillin getauscht oder irgendwas gemacht. Auf jeden Fall roch der Duft früher super geil nach so einer richtig schönen, natürlichen Vanille. Hatte eine absurd krasse Haltbarkeit. Ich erzähle die Story im Livestream auch immer, dass ich mir einmal früher den Duft tatsächlich auf meine Lederjacke damals gesprüht habe und der hat dann 2-3 Jahre tatsächlich auf dieser Jacke gehalten. Die Jacke habe ich irgendwann im Zug verloren tatsächlich oder sie wurde mir geklaut. Ich weiß es nicht mehr genau, was passiert ist, aber auf jeden Fall ist sie irgendwann abhanden gekommen und sie riecht wahrscheinlich heute immer noch danach, was für mich persönlich ein Zeichen ist, dass dieser Duft einfach ein absoluter Beast-Mode-Duft ist. Und ja, es ist ein Duft mit Vanille und Kaffee, den ich leider sehr, sehr herzlich vermisse und ich wollte mir, wie gesagt, nochmal neu kaufen, habe dann aber festgestellt, die neue Variante ist einfach Rotze. Deshalb die Vintage-Variante. Das war es soweit mit Tom Ford. Ich habe übrigens inzwischen auch einen Vert d'Encens kaufen können, einen Oudwood Intense. Zwei Düfte, die auch total discontinued sind, also die man auch nicht mehr so leicht bekommt und deshalb, ich sammle auf jeden Fall da so ein paar Düfte, die man von Tom Ford nicht mehr erhält, weil die früher tatsächlich alle, finde ich, sehr, sehr gut waren. Dann als nächstes die Marke Issyousac aus der Schweiz, ist die Marke von dem Parfümeur Vincent Micotti, der viele, viele, viele kreative und sehr artistische Düfte gemacht hat. Und da habe ich zwei Düfte für euch, die ich gerne jetzt an dieser Stelle einfach so dazu packe, weil die Marke halt eh keiner kennt und jetzt da groß drüber zu referieren, wird keinen Sinn machen. Auf jeden Fall ist es auf der einen Seite Oud Anka und auf der anderen Seite Lights and Shadows. Zwei Düfte, die ich schon getestet habe. Lights and Shadows habe ich tatsächlich als Flakon besessen, dann im Rahmen von meiner Parfumentwicklung verkauft, weil ich Geld für meinen eigenen Duft brauchte, wie das bei vielen Düften auf dieser Liste übrigens der Fall ist. Und auf der anderen Seite Oud Anka, der für mich persönlich eine Alternative zu Tom Ford Oud Wood auf Ultra-Nische ist. Und dieser Duft ist tatsächlich sehr, sehr teuer. 30 Milliliter gehen, glaube ich, für 700 Euro über die Ladentheke, was sehr viel Geld ist. Aber trotzdem ist dieser Duft, finde ich, so die Ultra-Luxus-Variante von Tom Ford Oud Wood. Und deshalb würde ich mir den sehr, sehr gerne irgendwann dann nochmal zurückkaufen oder zurücktauschen. Wer weiß, was passiert. Dann als nächstes kommen wir wieder zu einer Marke, die eigentlich alle kennen. Und das ist Roger Parfums. Und hier habe ich tatsächlich 2, 4, 6...
Düfte auf der Wunschliste, genau, 6 verschiedene, wovon 2 mindestens in der Vintage-Variante für mich nur interessant sind, weil die Reformulierung tatsächlich nicht so gut ist, wie ich mir das wünschen würde. Auf der einen Seite ist das der United Arab Emirates, mein ehemals Lieblings-Rose-Oud-Duft. Ich habe den Duft vor Jahren mal getestet, wo er noch so eine richtig schöne Benzin-ähnliche Note mit drin hatte. Klingt ein bisschen bescheuert, aber es roch wirklich etwas nach Benzin, fand ich. Und es ist eigentlich ein Rose-Oud-Duft, der sehr unspeziell ist, der aber damals durch diese extreme Benzinnote, die da einfach für mich drin war, für mich so der schönste und kreativste Rose-Oud-Duft aller Zeiten war. Ich hatte eine Abfüllung davon, die ist mir dann irgendwann von der Ablage im Bad in mein Waschbecken reingefallen, hat einen schönen Bogen gemacht, ist auf den Fliesenboden aufgeknallt. Seitdem ist die Abfüllung nicht mehr da und ich habe dann mir mal eine reformulierte Variante gekauft, die aber leider so gar nichts von diesem alten Charme hat. Und deshalb suche ich schon seit über einem Jahr jetzt tatsächlich nach einer Vintage-Variante von United Arab Emirates. Und der zweite Duft, den ich gerne wieder zurückkaufen würde, weil ich hatte einen Flakon, habe den dann auch verkauft, ist der Fetish Pour Homme in der Vintage-Variante. Ein Duft, der von Roger Duff tatsächlich persönlich sehr gerne getragen wird, der aber in der heutigen Variante für mich auch wieder eher so ein grünlicher Duft ist und nicht so ein starker Lederduft. Und in der Vintage-Variante, Leute, kann ich euch sagen, ich hatte den Duft ja und habe dann gemerkt, okay, habe den so aufgesprüht zum ersten Mal, kannte den vorher nicht und dachte dann erst, der ist irgendwie gekippt oder so. Also der muss schlecht gewesen sein, muss irgendwas passiert sein mit dem Flakon, obwohl er halt komplett unbenutzt war vorher, muss gekippt sein, weil das einfach, das roch so extrem scharf nach Leder. Ich dachte mir, das kann einfach nicht sein, ja. Und es hat sich aber dann herausgestellt, je länger man diesen Duft trägt, desto mehr gewöhnt man sich daran und es hat sich dann eben gezeigt, dass der tatsächlich genauso riecht, also einer der extremsten Lederdüfte, die ich persönlich kenne, wenn man sich die alte Variante kauft. Und deshalb bin ich eben auch hier wieder auf der Suche und habe das ganz bei meiner Wunschliste ganz oben. Dann machen wir mal weiter mit 2 Düften, die ich in vollen Flakon besessen habe, die ich auch im Rahmen meiner Parfumentwicklung verkaufen musste, weil ich das Geld brauchte, weil mein ehemaliger Parfümeur abgesprungen war und ich dann Finanzierungsengpass hatte. Das sind nämlich auf der einen Seite Diaghilev und Amber Oud Absolu Précieux. Von Amber Oud Absolu Précieux besitze ich inzwischen einen Travel-Zerstäuber wieder. Das ist also jetzt kein so super Must-Have für mich. Also ich muss ihn jetzt nicht unbedingt in der vollen Version haben. Aber Diaghilev wäre halt schon geil, wenn der irgendwann wieder zurückkäme, weil es einfach mein Lieblingsduft von Roger Parfums ist und es wirklich mir sehr, sehr schwer gefallen ist, den aufzugeben. Ja. Die letzten beiden von Roger sind auch wieder aus diesem orientalischen Raum, deshalb werde ich die nur kurz behandeln und das ist Sultanate of Oman und Kingdom of Saudi Arabia. Sultanate of Oman hatte ich inzwischen auch mal in einem vollen Flakon, aber das Kingdom of Saudi Arabia kriegst du einfach nicht auf dem Markt. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, an diesen Duft ranzukommen, weil der schon seit, ich glaube, einem Jahr nicht mehr hergestellt wird und die Leute den auch einfach nicht gehen lassen, wenn sie ihn haben. Ist für mich aber tatsächlich so der beste aus dieser Orient-Reihe. Ja, also Sultanate of Oman ist schon gut, aber Kingdom of Saudi Arabia ist einfach absolut, also kann man nicht in Worte fassen, wie schön dieses Parfum ist. Und ich meine, ihr merkt ja, die drehen sich halt alle so um das Thema Oud, aber Roger Duff kann das einfach sehr, sehr schön umsetzen und deshalb suche ich eben auch diesen Duft. Und deshalb dieser Duft auch bei mir auf der Wunschliste ganz weit oben. Kommen wir als nächstes zum Haus Creed, ja, und das ist auch wieder sehr spannend, weil bei Creed ist es so, dass die Düfte früher tatsächlich für mich sehr, sehr geil waren. Also ihr kennt das ja mit Aventus, dass die ganzen früheren Aventus-Versionen eigentlich ziemlich fett sind und in den letzten Jahren stark abgebaut haben, stark nachgelassen haben. Es gibt aber tatsächlich auch noch 2 weitere Düfte, die ich persönlich in diesen alten Varianten extrem sexy finde. Einen davon habe ich auch in der super Vintage-Version besessen, also irgendwie so um die 2000er rum, wo die Flakons noch anders aussahen und ich glaube, was hatten sie damals, 75 Milliliter oder 60 Milliliter hatten. Also da sahen die wirklich noch anders aus und da ist eben ein Flakon, den ich wirklich sehr stark vermisse und das ist der Vintage Royal Oud. Also Royal Oud in der Vintage-Version. Diese alte Version hat für mich tatsächlich noch so eine richtig schöne Süße, die so mit drin ist. Das ist ja eigentlich ein Zedernholzduft, der auch so eine aromatische Charakteristik hat. Also ein paar Kräuter mit drin und Gewürze und sowas. Und da ist tatsächlich auch Oud mit drin. Wenn man seine Nase ein bisschen trainiert, riecht man das raus. Allerdings ist es so, dass in dieser früheren Variante noch so eine leicht süßliche Note damit drin ist. Also wirklich ganz, ganz subtil. Ich weiß nicht, was das ist, aber es macht den Duft extrem stark, extrem performant und gibt dem Ganzen einfach so eine schöne Wärme und Rundheit, die die Version
heute nicht mehr haben, weil es heute wirklich eher riecht wie so ein altes Rasierwasser, wie ich finde. Und deshalb, ja, ich habe den Duft damals von Franz gekauft, das weiß ich noch, dass der mir den auf Parfumo verkauft hat, weil er nämlich mir den Duft verkauft hat. Ich hatte bezahlt und dann wurde er gesperrt auf Parfumo und hat mich dann auf Instagram angeschrieben, ob ich den denn noch haben will und ob ich ihm meine Adresse gebe. Das fand ich damals sehr, sehr korrekt und ich habe tatsächlich auch seitdem noch ein paar Mal mit ihm geschrieben. Er hat, glaube ich, auch den Oud 31 von mir vorbestellt und das ist eben, ja, so eine ganz witzige Story und ich suche seitdem wieder nach dem Flakon. Habe ihn damals auch wieder verkauft irgendwann, aber ist ein Duft, den ich sehr, sehr schwer vermisse. Und der zweite auf der Liste ist der Viking. Ja, Viking für mich, ja, eigentlich so ein Duft, den ich jetzt nicht so unbedingt haben muss, aber wo ich mir denke, dass die DNA ausgefallen genug ist, dass es sich lohnt, den zu besitzen. Ich finde, es ist ein schöner Sandelholz-Minzduft, also sehr schöne Minze mit drin, sehr schönes Sandelholz mit drin und in diesen alten Varianten auch wieder sehr, sehr stark, mit einer sehr tollen Tiefe, die dieser Duft hat, mit einer richtig schönen Opulenz und starken Performance. Deshalb, ja, vielleicht habe ich ja irgendwann die Chance, den Viking auch nochmal meinen eigen zu nennen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön, wenn das so für den fürs Frühjahr zum Beispiel passieren würde. Bevor wir dann zu den richtig teuren Marken kommen, dann noch natürlich das Haus Amouage. Hier habe ich auch zwei Düfte, die ich irgendwann wieder verkauft habe, die aber für mich emotional einfach sehr wichtig sind. Auf der einen Seite ist das der Reflection 45, also Reflection Man in 45% Ölkonzentration. Im Grunde genommen eine hochkonzentrierte Variante von dem Reflection Man, die eine sehr, sehr schöne Sandelholz-würzige Komposition ist. Also du riechst da wirklich sehr stark diese Sandelholznote raus, die leicht abgerundet wird durch die zitrischen Noten, noch wirklich sehr viele schöne Gewürze damit drin hat. Und dieser Duft erinnert mich persönlich einfach an einen Urlaub, in dem ich mal war, in Paris, weil das Airbnb, in dem wir damals geblieben sind, tatsächlich genau so gerochen hat. Und deshalb ist der für mich einfach emotional von sehr hoher Bedeutung. Das Ding ist, er ist leider nicht ganz günstig, weil dieser Duft, glaube ich, 400-500 Euro kostet. Und ich mir den deshalb, glaube ich, nur in einem Restflakon kaufen würde. Nichtsdestotrotz suche ich nach ihm schon eine längere Zeit, weil leider immer nur volle Flakons in den Zug kommen, was für mich sehr, sehr schade ist, weil ich einfach nicht rankomme. Aber emotional wäre das für mich einfach einer der Düfte, die ich mir am meisten wünschen würde, weil es einfach diese Erinnerung zurückbringt. Ja? Und das ist bei sehr vielen Düften so. Und tatsächlich habe ich meine Sammlung auch inzwischen sehr stark darauf ausgerichtet, was ich so emotional geil finde. Und vielleicht ist es bei euch ja auch so. Falls ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf euren Input dazu. Ja, und der zweite Duft, den ich vor Ewigkeiten besessen habe, ich finde, es ist der beste Duft von Amouage, mit Abstand tatsächlich, und das ist der Jubilation 25 Man. Ich habe den auch seit seiner Reformulierung nicht mehr gerochen, deshalb suche ich auch hier nach einer alten Version, natürlich, weil er früher einfach so diese richtig schöne, trockene, dunkle Beerennote hatte, gepaart mit Oud. Es ist ein unfassbar krasses Teil. Wenn man das noch nicht getestet hat und man auf orientalische Düfte steht, macht man irgendwas falsch, weil es ist wirklich einer der besten. Also es ist wirklich ein Meisterwerk, ja? Also kann man gar nicht anders sagen, weil es einfach von der Kreation her so crazy und innovativ ist und auch seitdem nicht wirklich reproduziert wurde, dass es einfach, also ich habe tausendmal über diesen Duft gesprochen, ich könnte mich da ewig drin verlieren, das ist wirklich eine absolute Granate und ich bereue das sehr, 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 sehr stark, dass ich den irgendwann wieder verkauft habe, weil, keine Ahnung, manchmal ist das so, du hast halt einen Duft und du magst den und dann trägst du ihn aber nicht so regelmäßig und dann irgendwann wirst du ihn wieder los und dann merkst du erst im Nachhinein, wie krass dieser Duft eigentlich war und wünschst ihn dir irgendwann zurück. Das habe ich, ist eine Erfahrung, die ich sehr, sehr häufig gemacht habe, weil ich natürlich auch früher sehr viel darauf bedacht war, verschiedene Düfte zu testen, dann auch viel getauscht habe und so. Ich will da gar nicht jetzt groß was loszuwerden, aber es ist irgendwie so diese Nostalgie erwischt mich dann irgendwie manchmal. Kennt ihr das? Ja, bestimmt kennt ihr das. Gut, und die letzten drei sind drei recht teure Häuser. Ja, wir fangen an mit Clive Christian. Hier habe ich nur zwei Düfte, die ich auf meine Wunschliste setzen würde. Einmal ist das der X4Man und einmal ist das der C4Man. C ist ja quasi so die Tuscan Leather Alternative in ultra luxuriös. Für mich persönlich einfach nur deshalb spannend, weil ich keinen Tuscan Leather in meiner Sammlung habe und einen Tuscan Leather ähnlichen Duft auf jeden Fall besitzen möchte. Ich habe ja verschiedene Düfte besessen, auch Godolphin von Parfums de Mali, dann den Acqua di Parma Leather, den ich hatte und verschiedene andere Tuscan Leather Alternativen. Und der C hat mir tatsächlich am besten gefallen langfristig, hat auch eine absolut krasse Performance und irgendwie so diese Aura von Edel, die bei diesen Düften einfach mit drin ist. Und deshalb wünsche ich mir auf jeden Fall zurück. Der zweite
zweite Duft ist der X4Man, ist ein Kardamom-holziger Duft, der auch sehr schön so die Charakteristik von Clive Christian widerspiegelt. Ich habe ja inzwischen zum Glück auch den Matsukita, den ich recht ähnlich finde, nur halt ohne Kardamom und auch ein sehr, sehr schönes Teil, aber der Clive Christian X4Man lag immer in meinem Handschuhfach, in meinem kleinen Auto und das war immer so der Notfallflakon, wenn wirklich gar kein Parfum da war und man irgendwie los musste, man hatte einen wichtigen Termin. Das heißt, ich würde mir diesen, ich weiß, das ist ein Hardcore-Flex, aber ich würde mir diesen Handschuhfach-Flakon auf jeden Fall wieder zurückwünschen, weil das einfach ganz cool war und ich diesen Duft auch mit einigen sehr wichtigen Vorstellungsgesprächen auch verbinde und irgendwie so diese Aura mir immer sehr gut gefallen hat von dem. Deshalb würde ich den auch mit draufsetzen. Dann darf natürlich nicht fehlen, okay, ich mache jetzt keinen auf Jeremy, dann darf aber auf jeden Fall nicht fehlen, das Haus Frederic Malle mit zwei Düften, einmal mit French Lover, ein super schöner, Gentleman-artiger Duft, der für mich persönlich so die französische Lebensart widerspiegelt. Ne, also es ist wirklich so dieser aromatische, Fougère-ähnliche Duft mit grünen Noten und aber auch sehr fein und irgendwie ist da auch Moschus mit drin. Es ist einfach so dieses Ebenbild, würde ich sagen, von diesem französischen Lebensstil und deshalb French Lover für mich ja ein Duft, den ich zweimal tatsächlich besessen habe als Flakon und dann beide Male wieder losgeworden bin, aber wo ich irgendwie nicht von loskomme. Ja. Und genauso ist es bei Portrait of a Lady, ist für mich persönlich einer der besten Rose-Oud-Düfte. Man könnte jetzt natürlich auch noch The Night von Frederic Malle draufschreiben, davon habe ich aber noch eine Abfüllung, das heißt, der steht noch nicht auf meiner Wunschliste, aber Portrait of a Lady auf jeden Fall auch einer der besten orientalischen Düfte von denen. Wunderschöner Rose-Oud-Duft mit Weihrauch von Dominique Ropion, einem meiner Lieblingsparfümeure und deshalb würde ich den auch noch mit draufsetzen. Gut, und die letzte Marke oder die letzten Marken, sage ich mal, sind dann diese Hardcore-orientalischen Marken und wir wissen alle, dass das kommt. Ja, ich meine, ihr verfolgt meinen Channel schon länger, wisst, dass ich eine sehr große Leidenschaft für diesen Bereich habe und das sind eben jetzt vier Düfte von zwei verschiedenen Marken, natürlich einmal von En Saoud, einmal von Ariche Le Doré und deshalb fangen wir einfach mal mit En Saoud an. Da habe ich den Iris Galia auf meiner Liste, was ein wunderschöner Duft mit blauem Lotus ist, mit Iris Butter, mit Oud, mit natürlichem Moschus, mit Ambergris und allen diesen tollen Dingen. Ein Duft, den ich in zwei verschiedenen Varianten über die Jahre immer mal wieder besessen habe, der extrem teuer ist, der leider auf dem Graumarkt oder auf dem Resellmarkt nicht so schnell und einfach zu haben ist, weil er einfach sehr, sehr beliebt ist und trotzdem für mich der Duft, der mir von En Saoud tatsächlich am allerbesten gefallen hat bis jetzt. Also ich habe ja auch mehrere Attars noch von ihm und noch einen Duft, den ich mir habe selber anfertigen lassen. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut, ja, aber der ist halt recht teuer mit 3.500 Euro. Dass man den jetzt auch nicht jeden Tag tragen kann, aber Iris Galia für mich emotional auch sehr, sehr wichtig, weil er mir einfach in den früheren Zeiten, wo ich zum ersten Mal auf diese orientalischen Häuser gestoßen bin, sehr gut gefallen hat. Und das war so mein erster Blind Buy in diesem Preissegment von 400-500 Euro, was ja irgendwie dann auch jetzt so emotional bei mir hängen geblieben ist. Natürlich dann in diesem Zusammenhang auch die letzte Marke, Ariche Le Doré, der große Mythos, wovon es leider nur sehr wenige Düfte gibt auf diesem Secondhand-Markt. Und da habe ich ganz klar Musglave, mein persönlicher Lieblings-Moschus-Lavendelduft. Ja. Einfach ein Duft, der so funktioniert wie viele andere auf dem Markt, nämlich wie viele blumige Moschusdüfte. Auf der anderen Seite aber so eine natürliche Note hat, die ich in keinem anderen Parfum jemals gerochen habe. Also wenn ihr zum Beispiel sowas nehmt wie Apollonia von Xerjoff, ja, diesen weißen Blütenduft mit Moschus, den ich auch über alles liebe, dann hat dieser Duft aber trotzdem eine gewisse Synthetik, die da mit drin ist. Und das riecht man am Anfang nicht, wenn man nur diesen Duft kennt. Aber wenn man Musglave mal im Vergleich riecht, merkt man die Wärme und die Natürlichkeit, die da einfach mit rüber schwingt. Und das ist einfach, das kriegt man sonst nirgendwo. Und deshalb, ja, habe ich den immer noch auf meiner Wunschliste. Genauso natürlich den War and Peace habe ich immer mal wieder gehabt und wieder verkauft, weil es einfach ein super animalischer, ledriger Duft ist. Und ich habe dann an einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr den Sinn gesehen, den zu besitzen, weil irgendwie dachte ich mir, hey, das Geld liegt rum und ich trage ihn eh nicht. Also wenn ich ihn jetzt gerade nicht unbedingt brauche, gebe ich ihn wieder weg. Aber trotzdem ist dieser Duft einfach so einzigartig und unique, dass er für mich so als Sammler einfach spannend ist. Und genauso natürlich auch der letzte Duft,
Ihr wisst selber, dass ich den auch mal für einen sehr guten Preis geschossen habe, dann wieder verkauft habe, verkaufen musste, um ehrlich zu sein, weil mein Parfum nämlich einen Finanzierungsengpass hatte, wie das halt so ist. Ja. Wir wissen alle, was passiert ist. Und das ist eben der Russian Oud, den ich auch immer noch sehr, sehr stark vermisse, beziehungsweise auch gerne den Russian Musk in der ersten Variante, weil ich davon auch noch einen Travel-Zerstäuber besitze, den ich über alles auch liebe. Also diese beiden Düfte wären wirklich so meine Nummer 1, die ich auf jeden Fall wieder zurückhaben muss irgendwann. Und das wäre eben jetzt so meine Wunschliste an Düften, die ich mir wieder zurück wünsche und die ich auf jeden Fall jagen werde, zumindest nächstes Jahr. Das war soweit mit meiner Liste. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, was ihr für Düfte auf eurer Wunschliste habt, die ihr unbedingt haben müsst. Gibt es irgendwas, was discontinued ist, was man nicht mehr bekommen kann, was ihr euch sehr, sehr sehnlich zurückwünscht, was ihr weggegeben habt? Lasst mich das gerne wissen, schreibt einen Kommentar in die Kommentare und ansonsten das Like nicht vergessen und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.